Im Einzug ins Halbfinale. Sie werden hier auf Schalke schon auf Schultern getragen. Geben Sie uns doch mal einen Einblick in Ihr Innenleben. Ich glaube, was gerade in mir vorgeht, das kann man mit keinen Worten der Welt beschreiben. Also es ist einfach unglaublich. Ich brauche mich nur hier umzugucken in der Arena, wovon ich immer geträumt habe zu spielen. Und dann komme ich einfach 5 Minuten vor Schluss rein und mir gelingt so ein Schuss. Also wenn ich das jetzt beschreiben sollte, ist einfach unmöglich. Inwiefern der schönste Moment in Ihrer Karriere bislang? Ja, so lang ist meine Karriere noch nicht gewesen, aber im Moment bin ich einfach überglücklich und kann mir gerade nichts Schöneres vorstellen. Es war Ihr allererstes Pokalspiel. Was sagen Sie denn Ihren Mitschülern? Sie sind noch auf dem Gymnasium. Ja, mit denen habe ich in letzter Zeit noch nicht so viel gesprochen. Aber vielleicht gibt es ja morgen mal einen freien Tag, dann werde ich meine Schule auf jeden Fall morgens mal besuchen. Und der jüngste Schalker Spieler aller Zeiten träumt jetzt vom großen Finale in Berlin? Ja, natürlich. Das ist das Ziel der ganzen Mannschaft, dahin zu kommen. Zumal wir auch darüber noch die Chance haben, uns für den UEFA Cup zu qualifizieren. Und in Berlin vor 80.000 Leuten mit dieser Kulisse ist einfach unglaublich. Und Ihre Eltern total happy am Fernseher? Die sitzen oben irgendwo da vorne. Ich habe sie gerade gesucht, aber noch nicht gefunden. Aber denen wird es mit Sicherheit fast genauso gehen wie mir. Ich danke Ihnen. Kein Problem. Felix Magath, Sie haben ihn gesehen. Was sagen Sie zu dem Jungen? Ja, klasse einfach. Das ist ein toller Junge, auch schon ein toller Spieler. Und Julian hat sicher eine große Zukunft hier beim FC Schalke vor sich. Sie wechseln ihn ein, der ist 17 Jahre. Hat Sie das auch ein bisschen erinnert? Olaf Thon, der war gerade einen Tag 18, macht so ein Tor. War das so ein bisschen, hatte das etwas von diesem magischen Moment? Na gut, an Olaf habe ich in dem Moment nicht gedacht. Aber ich hatte schon vor dem Spiel eben vor, ihn noch reinzubringen. Allerdings ist es dann nicht so gut gelaufen, dass ich mir das so früh gewagt habe, weil Per Kluge ein bisschen laborierte und nicht wusste, wie lange er durchhält. Und deswegen habe ich lange gewartet und bin natürlich froh, dass ich ihn dann doch noch gebracht habe. Sie haben hier gerade richtig mit den Fans mitgefeiert, so das Mikro. Wie wichtig war dieser Big Point? Wie sehr hat sie das selbst mitgerissen heute? Ja, ist für uns natürlich ein großer Schritt jetzt in diese Rückrunde mit diesem Erfolg. Ne, müssen wir jetzt abwarten, was das losbringt. Haben wir eben wieder das Halbfinale erreicht. Auch das ist schon für uns ein großer Erfolg, aber wir wollen ja ins Finale. Und ja, da haben wir jetzt die Tür aufgestoßen. Mal sehen, was das bringt. Aber auch für die Meisterschaft ist natürlich so ein Erfolg im Pokalfight in der letzten Minute ganz wichtig. Und ich denke, dass das uns jetzt hilft. Wir sehen uns jetzt mal gemeinsam an, gegen wen Sie noch alles spielen können. 3 Spiele haben wir ja morgen noch. Ja. Wir sehen da all Ihre möglichen Gegner. Cottbus also gegen Hoffenheim, Duisburg gegen Kaiserslautern, Aachen gegen die Bayern, gegen die Sie ja im letzten Jahr hier